Herr Bubendorfer, warum haben Sie diese Art zu klettern gewählt? Dieses ganz alleine, ohne Seil? Ich glaube, dass jeder Mensch, dass in jedem Menschen etwas angelegt ist, das seine Sache ist. Und dass er den Auftrag hat, ganz am Anfang mal herauszufinden, was ist denn das? Ja. Und wenn er es dann herausgefunden hat, dann muss er in diese Richtung gehen, die ihm da sein Inneres, ob das jetzt ein Schicksal ist oder wie man das nennen will, vorgibt. Und das muss er erfüllen, glaube ich. Ja, das ist seine Pflicht. Und ich habe in mir vorgefunden, die Anlage, Berge zu besteigen auf die schwierigste Weise, die man sich vorstellt. Und das ist meine Art, Mensch zu sein. Und es ist andererseits auch meine Art, Mensch zu sein, das zu hinterfragen, zu analysieren und zu versuchen, das auf eine allgemeingültige Basis zu stellen. Was bedeutet das für andere Menschen? Oder bedeutet es überhaupt was für andere Menschen? Wie schaffen Sie es denn, Sie klettern seit 40 Jahren, wie schaffen Sie es denn, sich seit dieser Zeit so motiviert, top motiviert zu halten? Das geht deswegen, weil ich immer variiere. Ich war die ersten 20 Jahre wesentlich aufs Felsklettern spezialisiert, auf Felsalleingänge. Dann habe ich so einen Wandel durchgemacht zum Winterkletterer, zum Expeditionsbergsteiger, in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren zum Eiskletterer. Also in dieser Mischung mache ich immer noch das Felsklettern, aber es hat nicht mehr die Priorität, und dadurch ist das alles extrem spannend geblieben. Und auch im Training variiere ich immer. Also jede einzelne Trainingseinheit, auch wenn es auf denselben Geräten stattfindet, ist immer anders als jede andere Trainingseinheit. Und wie ist es, Sie sprachen auch in Ihrem Vortrag davon, dass es nicht unbedingt das Ziel entscheidend ist, sondern der Fokus auf die Gegenwart, wenn ich es so richtig wiedergebe. Warum ist das so? Weil normal würde man ja sagen, das Ziel motiviert. Ja, das habe ich nie so empfunden. Man muss die Ziele natürlich setzen. Ohne Ziele gibt es nicht, weil die geben die Richtung vor, wie bereite ich mich vor, etc. etc. Aber ich sage dann immer nicht Zielfixierung, sondern Zielorientierung. Und gerade beim Klettern, wenn man in so riesigen Wänden ist oder auch wenn man so lange Trainingseinheiten hat, zum Beispiel 2 Stunden am Handergometer, ja, wo man nur den Bildschirm anschaut und seine Werte sieht, ja, das ist ja seine Ewigkeit. Ne? Oder diese langen Touren, die dann manchmal 10, 15 Stunden dauern können. Wenn man sich da ständig vorstellt, was man da zu schaffen hat, dann würde mich das im Kopf erdrücken. Ich sage, das schaffe ich nie. Was ich mir aber vorstellen kann und was mir auch Sicherheit gibt, ist, dass ich den nächsten Schritt mache. Und den mache ich gut. Ja. Und wenn ich den gut mache, bekomme ich ja sofort ein Feedback, ein eigenes. Sage ich, das hast du jetzt aber gut gemacht. So, und der nächste. Und das ist wie so ein Energiefeuer, so ein kleines. Und das löst immer so eine Kettenreaktion aus. Und je mehr ich mich da eben auf die Qualität buchstäblich des nächsten Schrittes konzentriere, desto besser bin ich und habe gleichzeitig keine Zeit, an den Gipfel zu denken. Und der kommt dann irgendwann oder auch nicht, das weiß man ja vorher nicht. Aber wenn es dann nicht ist, ist es auch nicht so tragisch, weil bis zu dem Zeitpunkt des eventuellen Umkehrens habe ich schon sehr viel Freude gehabt. Ja. Jetzt sind Sie ja vor 25 Jahren rund auch schwer gestürzt und haben sich schwer verletzt. Es stand, glaube ich, auf der Kippe auch ein bisschen, wie das weitergeht. Aber Sie haben das Klettern nicht in Frage gestellt. Wie kam das? Wie haben Sie sich da weiter motiviert? Naja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen ein blöder Vergleich, aber in der Liebe funktioniert es ja auch nicht immer so. Ja? Und nur weil dann mal eine Beziehung in die Brüche geht, dann sagt man auch immer, jetzt mit den Frauen, das lasse ich jetzt, das Thema. Ja, das kann ja schief gehen. Ja? Ich meine, das Leben ist nicht nur aufwärts ohne Ende. Das Leben wird eigentlich wesentlich, oder das Menschsein, durch die Brüche gekennzeichnet, ja, in denen wir uns ja entwickeln. Und ich habe, das Klettern hat mir bis zum Unfall so viel gegeben wie nichts anderes in meinem Leben. Und warum sollte ich, dass ich abstürzen kann, das habe ich ja gewusst, dass das möglich ist, ja, dass es schief gehen kann. Aber nur weil es einmal schief gegangen ist, deswegen stelle ich doch nicht alles in Frage. Dieser Gedanke ist mir nie gekommen. Vielleicht nochmal zu einem etwas anderen Thema. Sie haben ja auch, also diese Allegorie von Bergsteigen und Management, die wird ja relativ oft bemüht. Wo sehen Sie da den entscheidenden Punkt, der das für Sie wichtig macht oder die Möglichkeit gibt, das zu vergleichen? Naja,
ich glaube, das Management oder überhaupt das im Berufsleben stehende Menschen können die Analogien aus dem Klettern sehr gut, also Klettern im Besonderen, gar nicht diese 8000er und so, wo es ja immer nur um die absoluten Höhen geht, sondern jetzt gerade dieser Qualitätsanspruch zum Beispiel, ja, der nächste Schritt, Ziele setzen müssen in der Wirtschaft gesetzt werden, aber je mehr du dich auf die fixierst, vergisst du die Gegenwart, ja, also aber jetzt musst du ja deine PS auf die Straße bringen. Ich glaube, dass da die Unsicherheiten, die es gibt in der Wirtschaft, wie beim Bergsteigen, ja, die Gefahren, die Angst, die man natürlich auch hat, die sehr viele Menschen hat, es nicht zu schaffen, die Aufgaben zu bewältigen zu können oder die Ziele nicht zu erreichen. Und was ist, wenn man sie nicht erreicht? Sind wir dann schlecht? Werden wir dann gefeuert? Oder, ja, da gibt es ja sehr viele Unsicherheiten. Da kann die Wirtschaft sehr viel lernen. Sie könnte vor allem sehr viel lernen aus einer Eigenschaft, die der Bergsteiger, der Kletterer im Besonderen, wo es ja immer ums Gewicht geht, der nichts Überflüssiges sich leisten kann mitzutragen, könnte die Wirtschaft da sehr viel sich fragen oder lernen in dem Sinne, dass sie sagt, der Kletterer, das war ja heute gar nicht mein Thema beim Vortrag, der fragt sich immer, was brauche ich denn da? Was brauche ich denn wirklich? Und was kann ich noch alles weglassen? Oder kann ich noch was weglassen? Ja? Weil ich kann das mir nicht leisten, dass ich hier 3 Kilo Fett zu viel oder in meinem Rucksack hier Zeug drinnen habe, was mich schwerer macht und unbeweglicher und unsicherer macht. Ja. Das wäre, glaube ich, eine Analogie, die in der Wirtschaft gut ankommen würde oder mehr ankommen sollte, sagen wir mal so. Und dann aus dem Leistungssport, aber im Allgemeinen und Klettern im Speziellen, wir bringen sehr hohe Leistungen, aber wir haben auch sehr lange Ruhephasen. Das hält sich eigentlich die Waage. Und in der Wirtschaft gibt es eigentlich nur Überlastung und keine Ruhephase. Das ist, was ich beobachte. Und da könnte die Wirtschaft sicher viel von einem wie mir lernen und ihre Leistung gleichzeitig steigern und ihr Wohlbefinden. Ja, würde sie da intelligenter mit ihren Ressourcen umgehen. Das ist ganz sicher so. Und da zwischen dieser Einsamkeit und dann mit Managern zu vergleichen, stelle ich mir für die heutige Zeit vielleicht etwas schwierig vor. Gerade weil man sagt, auch für CEOs wird der Teamgedanke, das Begegnen auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern immer wichtiger. Sehen Sie da auch eine Veränderung? Nein, die sehe ich nicht und ich halte das Team auch nicht, so wie die Neurobiologen sagen, das Gehirn ist ein sekundäres System. Ja, der Organismus, der Körper ist wichtiger. So sehe ich auch in der Wirtschaft nicht das Team an erster Stelle, sondern das Individuum. Weil Motivation bekanntlich, wenn es echte Motivation ist, also eine intrinsische Motivation, die kommt immer aus dem Menschen und nicht aus der Gruppe. Weil keine Gruppe der Welt kann mir sagen, wer ich bin und was für mich das Beste ist und was mich motiviert. Das muss immer einer allein machen, immer. Und erst dann kann ich, wenn ich das festgestellt habe, auf das Team, auf andere Menschen, Gruppen, ein Unternehmen, Teams eben, zugehen und sagen, pass auf, ich bin der. Und das, was ich kann, das passt hier bei dir hinein. Und indem ich meinen Beitrag da leiste, mache ich das Team besser. So. Aber es fängt bei dir an und dann kommen erst die anderen. Gut, ich danke Ihnen für das Gespräch.